Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Bullhaus Team. Ich möchte mit euch heute einmal so ein Ei häkeln. Ich mache das einmal ein bisschen hoch, könnt ihr das sehen? Ich habe das hier in so einem Strauch schon gehangen. Das wären so Anhänger für meinen Frühlingsstrauch. Ich finde die ganz niedlich, sind auch ganz schnell gemacht. Ich finde, es hat auch eine richtig schöne Größe. So kann man dann mehrere häkeln und sich an den Strauch hängen. Ja, was ihr braucht, ist natürlich einmal Wolle. Ich häkel das Ganze, wie schon so ganz vielen Sachen, mit der Majestic DK von King Cole. Sind immer 50 Gramm, 50 Gramm Knäule und haben 121 laufende Meter, 30% Premium Acryl, 50% Superwash Wool und 20% Polyamida, das Ganze. Das ist eine Decay Wolle und wir häkeln das Ganze dann auch mit einer Vierer Nadel. Ich habe jetzt hier schon viele verschiedene Farben genommen. Einmal Pink ist das, die Farbe heißt Apple, die Farbe heißt Sky Blue und ich häkel das jetzt noch in Grau oder Gray. Ich mache jetzt noch mehrere, in Weiß werde ich mir noch eins machen. Und dann habe ich noch hier so ein Old Rose, heißt das. Bin jetzt am Suchen, hier habe ich sie. Kann ich jetzt hier noch einmal auch noch mal hinzeigen. Diese Farbe werde ich mir auch noch machen. Das sind richtig schöne Frühlingsfarben, das gefällt mir sehr gut. Außerdem braucht ihr natürlich noch etwas Füllwatte, um das ein bisschen zu füllen. Ja, und ansonsten sei gesagt, wie immer, wir freuen uns natürlich über das Däumchen nach oben, das Abo und natürlich dürft ihr die Glocke nicht vergessen. Dann bekommt ihr sofort Nachricht, wenn eins von unseren Videos hochgeladen wird. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal starten. Und zwar, ich werde jetzt hier einmal ein bisschen so runterkommen. Wir starten mit einem magischen Ring oder Maschenring. Wie der funktioniert, das wird euch oben wie immer einmal verlinkt. Ich sichere das Ganze mit einer Luftmasche. Und jetzt kommen hier rein 6 feste Maschen. 1 hier reinstechen. Den Faden holen und durch beide durch. 2, 3, 4, 5 und Nummer 6. Jetzt ziehen wir hier am kurzen Ende . Wir enden jetzt nicht mit einer Kettenmasche, sondern wir arbeiten in Spiralrunden. Das heißt, wir werden die Runde nie beenden, sondern immer in Spiralen weiter häkeln. Ich lege mir hierzu immer den Anfangsfaden einmal als Maschenmarkierer hier vorne so hin. Dann weiß ich immer, wann meine Runde zu Ende ist oder wann sie wieder anfängt. Jetzt werden wir jede Masche verdoppeln. Das heißt, wir stechen hier in die erste Masche ein. So. Und da kommen 2 feste Maschen rein. Also in jede Masche kommen jetzt 2 feste Maschen rein. Das heißt, wir wollen die Anzahl der Maschen einmal komplett verdoppeln. Dafür gehen wir hier in jede Masche 2-mal rein und machen dann aus 6 Maschen 1x12. Ups. So, jetzt sind wir schon 1-mal rum. So, den Markierer 1-mal rausziehen. Hier vorne wieder hinlegen und jetzt kommt eine Runde in feste Maschen rüber. Also das heißt,
In jede Masche einmal einstechen. Und da kommt dann eine feste Masche. Machen wir auch einmal zusammen. Einmal bis vorne zum Markierer. In feste Maschen. Und ruhig immer ein bisschen anziehen, dass die nicht zu locker werden, weil sonst entstehen ganz große Löcher und wenn wir das nachher stopfen, dann guckt die Watte durch und das ist nicht ganz so schön. So, bin noch einmal rum. Hier ist wieder unser Markierer. Einmal rausziehen, hier vorne hinlegen. Und jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, in die erste Masche kommt nur eine feste Masche rein und in die zweite zwei. Das machen wir auch einmal Reihe rum. In die erste eine, in die zweite zwei. Und danach kommt eine Runde in festen Maschen oben drüber und dann sehen wir uns wieder. So, ihr solltet jetzt 18 Maschen hier in der Runde haben. Es kommt noch eine Verdoppelung und zwar jede dritte Masche. Das heißt, in die ersten zwei Maschen kommt eine feste Masche rein. Und in die nächste Masche kommen zwei feste Maschen rein. Also eine feste Masche, noch eine feste Masche und in die dritte kommen zwei feste Maschen. Das macht ihr auch wieder einmal Reihe rum. Dann habt ihr 24 Maschen in der Runde und danach kommen 6 Runden nur feste Maschen, ohne Zunahmen, 6 Runden, a 24 Maschen. Und danach sehen wir uns dann wieder. Oh, jetzt haben wir schon das Ei fast geschafft. Jetzt kommen wir zu einer Abnahmerunde. Wir häkeln jetzt die dritte und vierte Masche zusammen. Das heißt, wir häkeln in die ersten zwei Maschen eine feste Masche. Und die dritte einstechen, den Faden holen. Die Lasche bleibt auf der Nadel, in die nächste Masche einstechen, den Faden holen. Jetzt haben wir 3 Laschen auf der Nadel, den Faden holen und durch alle 3 durch. Und das machen wir auch einmal Reihe rum. Und hier einstechen, den Faden holen, in die nächste einstechen, den Faden holen und alle 3 zusammen. 1, 2 feste Maschen und eine Abnahme. Eine. Und 2 und eine Abnahme. Schon gleich geschafft. Die letzten Maschen 1 und 2 und die letzte eine Abnahme. Jetzt haben wir 18 Maschen noch hier in der Runde und jetzt folgt noch eine Abnahme
Und zwar die zweite und dritte Masche. Das heißt, in die erste Masche eine feste Masche und die zweite und dritte zusammen. Eine und die zweite und dritte. Ach, das ist so am Quietschen, weil ich habe leider Gottes vorhin, es war so kalt, habe mir die Heizung so weit aufgedreht, weil ich so gefroren habe. Und jetzt ist mir so warm, Hände etwas feucht. Ich hoffe, es ist nicht ganz so störend. Aber ich habe hier schon die Tür aufgelassen, dass die Wärme etwas rauskommt. So, eine und die letzte Abnahme. So, jetzt wollen wir das Loch einmal stopfen. Dazu ziehen wir uns die letzte Schlaufe etwas raus. Machen wir das hier ein bisschen, den Anfangsfaden, hätte ich jetzt bald vergessen. Die nehme ich als Aufhänger, wenn ich jetzt meine, da ist meine Nadel, ich kann sagen, wenn ich die jetzt einmal finde, ist natürlich das Verkehrte. Ich habe das hier immer so ein bisschen drunter liegen, guck mal. So. Also hier den Anfangsfaden nehme ich, wie gesagt, als Aufhänger. Dazu auffädeln. Und dann suchen wir uns hier genau die Mitte. Und da hole ich den Faden einmal raus. So, jetzt nehmen wir uns etwas Watte. Und füllen das Ganze. Kommt noch rein. Könnt ihr so nach empfinden, wie ihr das haben möchtet. Ich möchte das doch ein bisschen fester haben. So, das reicht mir. So, jetzt kommt die letzte Runde. Und zwar häkeln wir jetzt jede Masche zusammen oder jede zwei Maschen zusammen. Also wir machen jetzt keine festen Maschen mehr dazwischen, sondern dann einfach in jede zwei Maschen einstechen und den Faden holen und zuziehen. Also wir wollen jetzt noch einmal um die Hälfte reduzieren. Wir haben jetzt 12 Maschen und wir machen jetzt 6 Maschen da draus. So. Dann den Faden einmal abschneiden. Hier wird das noch einmal so gesichert. Und dann nehmen wir uns nur noch die Nadel zur Hand und ziehen die Maschen hier einfach etwas zusammen. Ihr seht, ich gehe auch gerne einmal noch eine Reihe mit drunter, dass ich nicht nur hier einsteche, sondern hier auch. Aber ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das möchtet. Einfach zuziehen, dann gehe ich hier noch einmal in der Mitte rein, um den Faden verschwinden zu lassen. Faden abschneiden und voilà. Fertig ist
unser Ei noch mal so ein bisschen in Form bringen. Ja, ging schnell, ne? Ist auch wirklich sehr schnell gemacht, finde ich auch ganz toll für Reste, die man so hat. Ja, dann würde ich sagen, hab viel, viel Freude beim Nachhäkeln und tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Bianca.